Wenn ich Geschenke bekomme, freue ich mich immer wie ein kleines Kind. Geht dir wahrscheinlich auch so. Ich habe ein Geschenk bekommen und zwar Alpengummi. Ich meine echt, echt ernst, Alpengummi. Danke übrigens dafür, wenn du wissen willst, was das kann und ob es auch etwas für dich ist. Ich glaube, Erdbeer ist der Beste. Dann bleib dran. Hallo und willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Val de Lopatie. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Alpengummi. Ja, ist ein Kaugummi. Und die Sandra, die macht den, ist eine Österreicherin, hat mir hier eine kleine, also eigentlich zwei Geschenkboxen zugeschickt. Danke, danke, danke. Übrigens, wenn auch du mir Geschenke schicken willst, dann bitte schreib uns eine E-Mail an shop@julemskunst.at und frag vorher. Sonst glaube ich, ist eine Briefbombe oder so irgendwas. Also bitte vorher fragen. Aber ich, besonders wenn es was zum Essen ist, da freue ich mich sehr. So, Alpengummi. Eins kann ich da gleich einmal dazu sagen, der Beste ist Walderdbeere. Zumindest finde ich das so. So schauen die Teile aus und jetzt wirst du fragen, eine, was kann das? Übrigens, ich bin nicht beteiligt, ich kriege da kein Geld dafür, mir ist das ein Wurscht. Ja, ich mache das nur einfach, weil ich es cool finde. Nämlich, der ist aus Harz gemacht. Harz! Das sind die Bäume da hinten. Okay, das sind jetzt Fichten, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber Kiefernharz, ja, das ist die Basis von diesem Kaugummi. Das bedeutet, der ist wirklich bio, der ist biologisch abbaubar und den kann man auch kauen. Die Walderdbeere, ich kann das nur sagen, ist die beste. Es gibt zwar auch andere, klarerweise, aber die Walderdbeere, großartig. Dann ist das, was ist das? Das ist Waldminze und dann gibt es so einen Wacholder. So, Wacholder, scharf schalten. Schaut auch nett aus. Du hast in einer Packung, wie viel sind da drin? 10 Stück. Ja. 10 Stück Kaugummi. Da ist noch was dabei. Ich glaube, da gibt es ein Orange auch noch. So schauen die aus. Made in Österreich. Gefüllt mit Xylitol. Das ist eben der Birkenzucker. Wenn ich mich richtig entsinne, ist das aber nicht der Zucker, der aus dem... Also nicht der Sirup, der aus dem Saft gewonnen wird, sondern aus dem Xylem und aus diesem Holz im Endeffekt. Ja, soll für die Zähne deutlich besser sein, wie auch immer. Und eben dieses Harz. Leichte desinfizierende Wirkung. Ich werde auch immer wieder gefragt, ist es cool, wenn ich rausgehe zur Fichte oder zur Kiefer oder auch zur Lärche. Wobei, da findet man das Harz außen nicht so häufig, aber trotz alledem. Und das einfach herumkau drauf. Mach das mal. Ich habe schon einige Mal probiert und einmal ist es mir passiert, dass der Harzbatzen zwischen meinen Zähnen sehr lange Zeit war. Also aufpassen, das kann dir hier bei dem System nicht passieren. Zumindest meine ersten Tests sind sehr positiv. Der Geschmack ist nicht so lang da wie bei einem, ich sag jetzt mal, künstlich hergestellten, wobei der wird auch hergestellt, der wächst ja nicht, also der Alpengummi wächst ja nicht einfach im Wald, einfach so und dann nimmt man runter, der wird ja auch hergestellt, aber ich meine, in einer Fabrik, industriell hergestellt, auf Erdölbasis, der Gummi ist ja auf Erdölbasis, glaube ich, und sowieso und überhaupt, also der Geschmack geht schneller weg, ist am Anfang sehr intensiv, sehr gut, er ist jetzt noch immer hier. Ich weiß nicht, wie lange das Video schon dauert und ich schon herumschwafle. Aber ich merke, dass er deutlich weniger wird. Ja, ist noch da, aber wird deutlich weniger. Aber der große Vorteil ist, ich kann dieses abgekaute, abgelutschte Teil jetzt nehmen und ernsthaft, das ist Harz! Wegnehmen und wegwerfen. Es war fast ein bisschen zu früh, weil es ist ja noch immer Geschmack drinnen. Aber ich muss ja weiter tun. Also eins. Walderdbeere. Ich gebe dir unten den Link auf waldgummi.at, glaube ich, ist die Webseite. Dort kannst du den auch direkt beziehen. Ich kriege dafür nichts. Wie gesagt, das ist einfach nur ein Geschenk. Jetzt die Waldminze. Ich gebe zu, ich habe vorher schon gekostet. Die Waldminze ist auch gut. Aber es ist so arg ein Kontrastprogramm. Also die Erdbeere ist einfach... Und die hier ist halt minziger. Sehr frisch, sehr angenehm. Ist auch cool. So, jetzt kaue ich den einmal durch und dann checken wir den Wacholder und dann checken wir das da. Das ist eine Probepackung, die kenne ich noch gar nicht. Da bin ich gespannt. Zimtorange. Während ich jetzt so vor mich hingekaut habe, schau her, das ist der Mann, der das Harz
Ja, aus einer Pecherei im Süden von Wien, wenn ich mich richtig erinnere, da gibt es noch eine Pecherei, die noch produzieren. Das heißt, der geht zu den Kiefern und ich bin dort sehr häufig unterwegs gewesen, momentan nicht, weil ich ja meinen Waldurlaub auf Buschkraftareal habe, ja. Aber war ich sehr häufig unterwegs und da siehst du noch bei den alten Kiefern diese Einschnitte, diese V-förmigen Einschnitte und dort wurde gesammelt, ja. Und zwar in großem Stil, das war richtige Industrie, ist heute nicht mehr notwendig, wenn wir das künstlich herstellen, aber es gibt noch eine Pecherei und ja, das ist der gute Mann dazu. Und dann, nochmal, 100%ig biologisch abbaubar, nachwachsende Rohstoffe. Das heißt, selbst wenn da der Kaugummi hängen bleibt, so wie es ich jetzt gemacht habe. Ich meine, schau, du brauchst ja nicht die Umwelt verschmutzen, damit meine ich jetzt nicht vom Schadstoff her, aber wenn du in der Stadt gehst und dein Kaugummi einfach rauslässt, wie sie, ja, Papa, und der Nächste draufsteigt oder so, oder unter den Parkbankeln hinpicken und lauter so Geschichten, das finde ich grausig. Aber man könnte es tun, wenn man wollte. Aber schneller Themenwechsel. Wacholder. Wacholder. Ich kenne den Wacholder auch schon, der ist eh auch gut. Aber weißt du, was mein Problem ist? Ich mag den Geschmack nicht so gern. Aber ja. Für einen guten Zweck. Sehr harzig. Nein, also dieser typische Wacholder-Geschmack. Also er ist nicht schlecht, überhaupt nicht, ja. Aber Waldbeere ist besser. Und jetzt für mich eine absolute Premiere. Das ist ein Probepackerl. Ich gehe davon aus, dass es die auch zu kaufen gibt. Ja. Zimt. Orange. Das ist in so einem Packerl. Okay, das ist ein bisschen anders. Und auch von der Verpackung her, also du merkst, das ist nachgedacht dabei. Also jetzt nicht einfach in Kunststoff eingepackt oder so irgendwie, sondern da ist auch in der Verpackung einiges mit dabei. Riecht orange und nach Zimt. Ich sag da was. Sehr gut. Und das ist perfekt für die Manuela, für meine Frau. Weißt du warum? Die liebt Zimt. Das werde ich hier unterjubeln. Nein, unterjubeln ist jetzt böse gesagt. Ne? Aber den wird sie kriegen. Und ich werde alle Erdbeer für mich behalten. Aber psch. Ja, also noch einmal herzlichen Dank. Ich kann eines sagen, Wald-Erdbeer ist mein absoluter Favorit. Dann kommt der Zimt-Orange, aber der ist mal schon abgenommen worden, habe ich schon gar nicht mehr. Ja, so geht's mir, ja, so geht's mir. Dann, der ist auch super, diese Waldminze und der Wacholder. Sandra, wenn du da jetzt zuschauen solltest bei dem Video, es tut mir einfach leid, da kannst du nichts dafür. Die Manuela findet es gut, aber ich mag Wacholder nicht. Aber daher gibt's ja auch unterschiedliche Sorten. Das Ganze ist, wie gesagt, auf Harz basierend. Das bedeutet biologisch abbaubar, nicht irgendwo Erdöl rausgepumpt etc. pp. Finde ich absolut großartig. Ja, ich gebe da unten den Link. Und Waldbeer kann ich da empfehlen. Nein, auch das Xylitol mit dazu soll ja für die Zahnhygiene sehr gut sein. Waldbeer, es ist wirklich so, wie wenn du hier Waldbeere dir suchst und reinbeißt. Also echt super. Wirklich. Noch einmal, ich krieg da nichts dafür. Danke für das nette Geschenk. Gebt da unten den Link fertig. Und wenn auch du mir Geschenke schicken willst, wie gesagt, shop@überlebenskunst.at. Ich würde mich freuen. Das war's jetzt. Ich sag danke fürs Dabeisein. Entlass dich mit dem Blick Alpengummi hier ins Buschkraftareal auf waldurlaub.at. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.